Ja, ich habe ein paar von denen gesehen. Viele kommen mir sehr bekannt vor. Also, sie kommen dir bekannt vor, weil du in diesen Villen schon mal fotografiert hast. Das ist dein Beruf. Ja. Denn Dareth ist der Urheber all der Fotos. Auch die Bilder von der Villa unserer Zuschauer hat er geschossen. Wunderschöne Bilder, gut in Szene gesetzt, aber ganz offensichtlich bei dir als Profi gestohlen. Welchen Schaden hast du denn daran, du und deine Kollegen, wenn sowas veröffentlicht wird? Ja, natürlich ist das total schlecht für die Person, die es verkauft. Sie verliert Vertrauen in den Immobilienmakler. Dieser verliert Vertrauen in mich, weil er sich vielleicht denkt, ich gebe die Bilder weiter. Das tue ich natürlich nicht. Meine Fotos sind ausschließlich für meine Kunden und nur für meine Kunden. Jedes Bild im Netz ist ja urheberrechtlich geschützt. Und hier gehören dir die Rechte. Absolut. Also du besitzt das Recht an den Bildern. Ich habe das Urheberrecht und das gebe ich auch nicht ab. Also bist du auch ein Opfer? Absolut. Es gibt tatsächlich keine Gewinner. Außer diese eine Firma, die deine Bilder geklaut hat. Dareth hat bereits selbst versucht, die Fake-Vermieter zu kontaktieren. Natürlich ohne Erfolg. Sieht für mich alles seriös aus, aber hey, das ist nur eine Mailadresse. Naja, aber hier gibt's auch eine richtige Adresse, hier in Palma. Lass mich da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber ich möchte dich jetzt nicht mehr von der Arbeit abhalten. Dank dir. Vielen Dank. Wenn du Neuigkeiten hast in unserem Fall, melde dich bitte einfach bei uns. Ja, werde ich, auf jeden Fall. Bis jetzt kenne ich nur Geschädigte dieser Betrugsmasche. Den Betrügern bin ich noch nicht näher gekommen. Ich habe Leonie gebeten, sich an der angegebenen Firmenadresse umzusehen. Sie liegt mitten in Palmas Altstadt. Nee. Nichts. Also hier gibt's was anderes mit Kinsamen. Also es könnte was mit Vermietung sein, aber ich glaube, diese Firma Holiday Mallorca Villas, die sitzt hier nicht. Wir können hier mal klingeln und fragen. Eine Top-Adresse in Palma. Leonie findet dort tatsächlich eine Immobilienagentur. Kennen Sie diese Firma? Mallorca Villa Holidays. Hast du schon mal von der Firma gehört? Irgendwas mit Ferienvermietung? Nö, keine Ahnung. Die Firma ist in diesem Gebäude? Ist das die richtige Adresse? Die Adresse stimmt. Kann sein, dass Sie im dritten Stock sind. Im dritten Stock könnte das sein. Probieren Sie es mal da. Ah, im dritten. Danke. Laut Vertrag befindet sich die gesuchte Firma im dritten Stock. Leonie überprüft alle Namensschilder, aber nirgendwo auch nur ein Hinweis auf das Unternehmen. Ist nicht hier. Ist nicht hier. Adresse ist korrekt, hat die Dame zu uns gesagt. Wir sollen in den dritten Stock fahren, wir sind im dritten Stock. Aber hier ist kein Logo, kein Zeichen von der angemeldeten Firma. Leonies Suche in Palmas Altstadt war bisher erfolglos. Sie muss noch eine zweite Adresse überprüfen. Denn als Vertragspartner wird die Seni Colonia Immobiliaria aufgeführt. Die Firmenadresse verrät uns das Internet. Danke dir erstmal, danke. So, als wenn wir das nicht schon geahnt hätten. Natürlich ist das Office dieses Unternehmens in Palma nicht zu finden. Das ist eine falsche Adresse. Aber wir haben noch ein paar mehr Hinweise. Wenn ich meine Lesebrille aufsetze, ich darf gar nicht lesen während der Fahrt, aber hier ist der Mietvertrag. Und der Mietvertrag ist ausgestellt zwischen unseren Oberpfälzer Pflegern und dem Unternehmen. Die Webseite heißt Holiday Mallorca Villas, alles klar. Aber das Unternehmen hat einen anderen Namen. Und das Unternehmen sitzt laut diesen Angaben und unseren Recherchen hier im kleinen Ort Cessalinas an der Südostküste von Mallorca. Wird es von hier aus gespielt? Lustigerweise sind da auch ein paar deutsch klingende Namen drunter in den Unterschriften. Also gucken wir uns das mal an. Ich bin sehr gespannt, wen wir da treffen. Eine der wenigen nicht-touristischen Ortschaften Mallorcas. Befindet sich hier die gesuchte Ferienhausvermittlung? Tatsächlich finde ich an der Adresse in Cessalinas Büroräume. Ja, das ist eines dieser berühmt-berüchtigten Offices, die man sharen kann.
wo verschiedene Unternehmen drin unterkommen. Also meistens zwei, drei Schreibtische. Ist aber keiner drin. Hier gibt es aber eine Telefonnummer. Da kann man es gerne mal versuchen. Hallo, sprechen Sie Englisch ein bisschen? Ich habe Glück und erreiche den Vermieter des Gemeinschaftsbüros. Er gibt mir einen Hinweis auf den tatsächlichen Standort der Ferienhausvermietung. Eine Autovermietung. Nur ein Dorf weiter soll damit zusammenhängen. Die Autovermietung Colonia könnte eventuell etwas mit Senicolonia Ferienhausvermittlung zu tun haben. Ein Anhaltspunkt. Treffe ich hier auf die Täter? Ines, grüße Sie. Peter Giesel heiße ich. Ich komme vom deutschen Fernsehen, von Kabel 1. Und Sie können mir bestimmt weiterhelfen. Wo wollen Sie denn hin? Kennen Sie die Firma Senicolonia? Ja. Sind Sie da noch dabei? Da wo? Kann ich Ihnen sagen. Schauen Sie mal hier. Sehen Sie das? Das ist von so einer Webseite. Mhm. Mietvertrag für eine Finca. Schauen Sie mal, wer der Vertragspartner ist. Senicolonia. Ach, das ist doch überall, das ist doch. Ach, ja, es ist eine Woche alt. Eben. Darf ich mal setzen zu Ihnen? Ich weiß, dass da was nicht stimmt. Deswegen wollte ich Sie vor Schaden bewahren und komme zu Ihnen. Ja. 079. Das ist auch die Ziffernummer. Das kann doch nicht wahr sein. Aber wo haben die diese Daten? Ja gut, die können die aus dem Internet rausziehen. Ne? Das ist klar. Kennen Sie einen José Luis M? Das ist Betrug. Ich weiß, dass das Betrug ist und ich wollte Sie darauf... Hm? Was meinen Sie? Im Vertrag meiner Zuschauer wird das Unternehmen Senicolonia Immobiliaria als Vertragspartner aufgeführt. Die Auswanderin Ines ist Geschäftsführerin von Senicolonia. Sie erkennt ihre Steuernummer auf dem Vertrag. Aber diese Villa hat sie nie vermietet. Jemand hat ihre Daten missbraucht. Darf ich mir davon eine Kopie machen? Selbstverständlich. Machen Sie den Zwickel raus. Das würde ich Ihnen auch raten. Haben Sie schon mal davon gemeldet? Sie machen Autovermietung jetzt. Sie haben auch Ferienwohnungen vermietet, ne? Ich vermiete auch, aber nur noch ganz wenige, okay. Weil eben die Gesetzeslage der Ferienvermietung sehr streng geworden ist. Ich weiß. Dann habe ich mich da im Grunde genommen rausgezogen, ja. Weil die meisten Objekte nicht diese Lizenz hatten. Genau. Ist die schnell zu kriegen, die Lizenz? Die ist sehr teuer. Sie bezahlen pro Bett zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Ein weiteres Opfer, das ich warnen konnte. Meine Jagd nach den Betrügern endet in einer weiteren Sackgasse. Vorübergehend. Und da sieht man mal, wie viele Menschen dann wirklich Opfer von sowas werden. Der Fotograf, der Immobilienmakler, natürlich unsere Zuschauer und eigentlich auch die Dame hier drin. Ines ist in der Tat eine Vermieterin von Ferienwohnungen, ihr Firmenname aber missbraucht worden. Viele Opfer, viele Geschädigte, Täter, was erwartet die überhaupt? Was ist das Strafmaß? Um was für Straftaten handelt es sich hier? Wie werden die sanktioniert? Und was können wir tun, wenn wir da reingefallen sind und selbst Opfer geworden sind? Und mit den Fragen geht es jetzt zu einer Anwältin. Und zwar nach Palma de Mallorca. In ihrer Kanzlei steht mir Sonja Willner seit vielen Jahren mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um spanisches Recht geht. Eines ihrer Spezialgebiete, Immobilien. Was sieht Ihr Straftatbestand, der hier möglicherweise vorliegt? Ja, also das klingt in der Tat sehr nach Betrug. Also hier wird ja vorgetäuscht, es wird was vermietet, die Leute zahlen, das Geld ist weg und sie kriegen keine Gegenleistung. Das ist ein klassischer Betrug. Und da ist es eben so, dass das spanische Strafgesetzbuch da Strafen, Gefängnisstrafen zwischen einem halben Jahr und 3 Jahren voraussieht. Nee. Wenn wir nachweisen könnten, dass es mehrere Betroffene gibt, dass also wirklich über Monate viele Leute diese Immobilie angeboten wurde und entsprechend die abgezockt wurden. Vielleicht ausgehend Glück, ja. Wahrscheinlich. Dann sind wir bei Strafen zwischen 1 und 6 Jahren. Der Vorteil in Spanien ist, dass wir nicht nur den strafrechtlichen Tatbestand haben, der verfolgt wird, sondern wenn man die wirklich zu greifen kriegt und die verurteilt werden, gibt es auch gleich die zivilrechtliche Entschädigung. Anders als in Deutschland gehen Straf- und Zivilrecht in Spanien Hand in Hand. Weil die Betrüger für mich bis dato nicht zu greifen sind, bringt das meinen Zuschauern in ihre Situation aber herzlich wenig. Sie wohnen auf Mallorca. Wenn Sie jetzt Freunden empfehlen, wenn er kommt, mietet ihr, was würden Sie denen als Top-Tipps mitgeben, damit man auf sowas nicht stößt? Also
Das Allerwichtigste ist erstmal, dass man schaut, ob sie eine sogenannte ETV-Nummer hat. Die Voraussetzung, um ein Ferienhaus auf den Balearen vermieten zu dürfen, ist die ETV-Nummer. Zu Deutsch bedeutet ETV touristischer Aufenthalt in Wohngebäuden. Nur mit dieser Nummer erlaubt das Tourismusministerium eine Ferienvermietung. Vermieter ohne Lizenz müssen Bußgelder zwischen 20.000 und 40.000 Euro befürchten. Gibt es außer der ETV-Nummer weitere Möglichkeiten, sich abzusichern? Aber vielleicht ist es da auch nicht schlecht, wenn man da auch anruft und einfach mal guckt, ist da jemand an der Telefon, und ist da wer zu erreichen? Bei der Firma, die man dann vielleicht mal im Internet sucht. Nee, ganz genau. 4.000 Euro, je paar Minuten Zeit kann man sich schon. Die sollte man sich nehmen. Also es gibt auch eine App, wo man diese ETV-Nummer checken kann. Gibt es die überhaupt? Da ist natürlich das Problem, dass diese ETV-Nummern, die hängen draußen sichtbar an der Immobilie. Ja, gut. Das kann natürlich auch jeder abfotografieren. Aber wenn das schon in der Werbung nicht angezeigt wird, ist das ein erster Hinweis darauf, dass man da wirklich vorsichtig sein sollte. Was auch bei dem Vertrag aufgefallen ist, ist, dass da also explizit drin steht, dass einem die Adresse erst einen Tag vorher genannt wird. Und also ich würde, bevor ich so viel Geld ausgebe, mir die genaue Adresse geben lassen. Diese Punkte sollten Sie vor der Ferienhausbuchung auf Mallorca prüfen. Ist eine gültige ETV-Nummer vorhanden? Gibt es ein Impressum? Was sagt Google oder eine andere Suchmaschine über die beworbene Immobilie? Und wurde Ihnen vor der Zahlung die vollständige Adresse des Ferienhauses genannt? Sind Sie bereits Opfer des Betrugs geworden? Dann erstatten Sie Anzeige bei der örtlichen Polizei und kontaktieren Sie dringend Ihre Bank. Tipps, die unsere Zuschauer leider nicht kannten. Die Internetseite, auf die das Pflegerteam aus der Oberpfalz reingefallen ist, wirkte überzeugend. Eine Website als Betrugsinstrument. Das Schlimme ist, jeder kann so etwas selbst zusammenbasteln.